Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Genau, ich bin hier wieder auf der Suche nach dem wie hieß das Teil? Golem, Steingolem. Und nachdem ja entlang dieses Weges ich nicht nur... Nee, warte mal, wo bin ich gerade? Doch, ich bin hier richtig, genau. Ich habe mir gedacht, nachdem ich ja diesen Pfad von Innos gekriegt habe, diese Quest, und damit auch gleichzeitig die andere Quest mit der Rune beenden konnte, hätte ich vielleicht gleich alle drei Quests auf einmal annehmen sollen und hätte dann alle drei auf einmal erledigen können hier. Und ich vermute, dass es diesen Golem irgendwo entlang des Weges hier gibt, den ich suchen soll. Genau. Was habe ich denn hier in der Hand? Was für ein Zauber? Ist das meine eigene selbstgemachte Rune? Ich hoffe doch. Nein, ist es nicht. Ach nee, verdammt. Dafür brauche ich ja den ersten Kreis. Gehe ich zu den Magiern? Magier, Blödsinn. Banditen. Also da müsste ich früher oder später eh mal runtergehen. Wegen der Sonnenallure, die ich ja jetzt mittlerweile habe. Die habe ich ja bei einem schwarzen Troll aufgesammelt. Du sollst da hoch, nicht da runter. Warum da hoch? Naja, weil irgendwo... Es wird nicht direkt am Weg sein, nehme ich an. Sondern irgendwo ein bisschen abseits. So eine Vermutung von mir. Aber auf der anderen Seite ist ja nur Wasser. Genau, die Sonnenallure. Für die Sonnenallure müsste ich ja nochmal runter zu Sagitta. Beziehungsweise die Sonnenallure ist ja für Sagitta. Damit die mir ein bisschen Alchemie beibringt. Und bei der Gelegenheit komme ich da nochmal bei den Banden. Ach, guck mal, wer sagt's denn? Hey, das ging ja einfach. Du, warte mal, ich habe noch nicht die richtige Waffe gegen dich. Nee, 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 lass mal. Lass mal. Lass mal stecken. Geh weg. Geht fort. Weiche. Hui, das war ein bisschen knapp. Das ging ja schneller als gedacht, dass ich den finde. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so einfach geht. Aber gut, da war mein Gedanke tatsächlich richtig, dass ich den hier entlang des Weges finde. So, 86, 87 Golem nenne ich das Ganze mal, damit ich hier weiß, was Sache ist. Wahrscheinlich hätte ich auch den Speicherstand vor... keine Ahnung, zwei, drei Folgen Lurker nennen sollen, weil ja der Lurker direkt vor mir stand. Und ich habe dann in der neuen Aufnahme weitergemacht und war erstmal erschrocken. Sag mal, bist du gegen Magie anfällig? Nee, bist du nicht. War ja klar. Ist ja ein magischer Golem. What? Ups, ich bin tot. Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass der, weiß nicht, ein bisschen, keine Ahnung, machbarer ist. Gut, vielleicht habe ich mich auch gerade blöd angestellt, ich weiß es nicht. Kann ja sein. Habe ich irgendeinen anderen Zauber, den ich auf ihn casten kann? Oder vielleicht auf mich, so ein Beschleunigungstrank oder sowas. Das sowas wäre jetzt praktisch. Elixier der Heilung, Mana-Essenz, nee. Oh Gott, meine ganzen Heiltränke sind schon wieder verbraucht. Hier irgendwas? Ne, nicht wirklich. Eispfeil könnte ich versuchen. Ich könnte mir einen Wolf rufen, um ihn abzulenken. Ansonsten sehe ich hier gerade nichts. Ich speichere nochmal, jetzt wo ich die Zauber ausgewählt habe, um mir nächstes Mal die Zeit zu sparen. Eispfeil. Schauen wir doch mal, ob du gegen Eispfeil allergisch bist. Magischer Golem, du. Nein, er friert nicht ein. Dann hätte ich gerne einen Wolf. Danke. Oh, das war ja einfach. Das war ja einfach. Nein. Naja, immerhin habe ich Fleisch. Was? Der hat ja nur einen Schlag gebraucht. Das war ja total billig. Das heißt, ich war letztes Mal einfach nur ein kleines bisschen zu langsam. Dann hätte ich den auch besiegt. Ich guck gerade mal, wie viel Schaden macht. Ja gut, keine Ahnung, wie viel Schaden der macht, keine Ahnung, wie viel Stärke ich verbrauche. Wahrscheinlich ist es so eine Imba-Waffe, die ganz wenig Stärke braucht und ganz viel Schaden macht. Keine Ahnung.
Naja, was soll's? Ich habe meine Aufgabe erledigt. Meine drei Aufgaben. Das heißt, ich kann jetzt Magier werden. Yay! Voll gut. Warte mal. Ich sehe da gerade so einen Grafikbug unten an den Baum. Ah, Pilze. Kein Grafikbug. Beleuchtungsbug. Naja, okay, Beleuchtungsgrafik. Das ist auch ein Grafikbug. Da wächst ein Pilz zwischen Baum und Boden. Ich weiß ja nicht. Sieht mir nicht so gesund aus. War ich hier nicht schon mal? Von unten her? Und bin dann wieder umgedreht? Doch, tatsächlich. Das heißt, ich bin hier direkt bei Sagitta. Dann gehe ich mal zu der, bevor ich Magier werde. Wenn ich schon mal hier bin. Die Banditen lasse ich allerdings mal hier rechts liegen. Auf die habe ich gerade immer noch keinen Bock. Die sind mir. Ich meine, meine Rüstung ist ja nicht besser als die Lederrüstung vorher. Deswegen werde ich da wahrscheinlich ziemlich drauf gehen, immer noch, und untergehen. Erst untergehen, dann drauf gehen. Ja. Andererseits wäre es schon interessant, die Banditen mal zu verprügeln. Ich wüsste gerne, wer mit denen Geschäfte macht in der Stadt. Und Spiel. Jetzt. So, da haben wir die alte Dame. Ich habe das Sonnenaloe gefunden. Ich danke dir. Und nun frag mich, was du über das Tränkebrauen wissen willst. Naja, zuallererst will ich Schlösser knacken. Dafür fehlen mir allerdings noch ein paar Lernpunkte. Deswegen. Welche Tränke kann ich bei dir brauen lernen? Bevor ich dir meine Alchemiekunst beibringe, werde ich dir erst unterbreiten, was du zum Tränkebrauen alles benötigst. Die Küche der Tränkebrauerei ist der Alchemietisch. Du brauchst dazu eine leere Laborwasserflasche, um den gebrauten Trank darin aufzubewahren. Dann fügst du die nötigen Ingredienzien hinzu und fertig ist der Trank. Dieses Wissen kannst du natürlich bei mir lernen. Das hast du mir doch gerade schon beigebracht. Elixier der Geschicklichkeit. Ja, nee. Mana-Elixier. Wie gesagt, ich brauche 10 Lernpunkte für Schlösser knacken. Aber diese Mana-Tränke sind wichtig. Welche Tränke? Welcher Trank? Elixier des Geistes. Das wüsste ich gerne. Was kann das? Elixier Mana-Essenz. Welchen habe ich gerade gelernt? Ich glaube, die Essenz, oder? Oder Extrakt? Ne, ich glaube, Extrakt habe ich gerade gelernt. Die Tränke. Mana-Elixier habe ich gelernt. Gut, dann ist das Extrakt das nächste. Die Essenz wahrscheinlich das gleiche wie der Extrakt, nur halt für Mana. Gut. War ich hier, habe meine Erfahrung abgeliefert, habe noch was gelernt dabei. Habe jetzt noch eine neue Lehrerin für Alchemie. Und werde jetzt zurück zum Kloster gehen. Ja, genau. Hier war nämlich auch der Grafikbug mit den Pilzen unter dem Baum von unten. Glaube ich. Ich meine, das war hier. Nur, dass ich damals komischerweise eben keine Pilze hier gefunden habe. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch ein anderer Baum. Ist ja egal. Ich habe eine Quest abgeschlossen. Yay! Und jetzt werde ich gleich Magier werden. Ich habe schließlich die Prüfung bestanden. Ich fühle mich so magisch. Ich fühle mich so gut. Dann lauert doch bestimmt irgendwas auf dem Weg, oder? Nicht? Na gut, dann eben nicht. Ja. Sehr schön. Also das hat diesmal erstaunlich gut geklappt, muss ich ja sagen. Dafür, dass ich für die erste Quest für den Weg so ewig herumgeirrt bin. Naja, ich wüsste gerne, also dieser Dragomir hier hat ja seine Armbrust verloren an dem Steinkreis. Ich frage mich, ob das der Steinkreis ist mit den Goblin-Skeletten, bei dem ich ja umhergeirrt bin, als ich die Höhle gesucht habe. Oder dass das am Ende des Pfades gesucht habe. Wenn das nämlich der Fall sein sollte, wird die Quest noch ein bisschen warten müssen. Denn gegen zwei Goblin-Skelette habe ich jetzt gerade nicht das Gefühl, ankommen zu können. Und, warte mal, bevor ich hier reingehe, will ich vielleicht nicht den heiligen Hammer Enos tragen. Den habe ich ja schließlich nur geliehen. Ja, geliehen, genau. Der Bewacher unten hat mir gesagt, ich kann den nehmen. So im Schlaf. Ganz bestimmt. Ja, ich kann es bezeugen, ich war dabei. Wobei, ach nee, warte mal, Magier lügt ja gar nicht, gell? Ja, okay. Ich habe in mir
besorgt. Mhm. Nein, besser. Der Bewacher des Hammers ist eingeschlafen und das habe ich gesehen. Und weil er aber so erschöpft war, wollte ich ihn nicht quälen mit dem Aufwecken und habe stattdessen den Hammer an mich genommen, um selber darauf aufzupassen, damit ihn keiner klaut. Ja, so gefällt mir das. Genau. Ich glaube, bei dieser Geschichte bleibe ich. Ja. Das ist gut. Da kann mir keiner was. Nein, im Gegenteil, ich habe mich sogar fürs Kloster eingesetzt. Jaha. Sieh und staune, Pedro. Noch bin ich Novize, aber bald bin ich Magier. Das hätte er doch besser wissen müssen. Hallo? Spiel? Ah, okay. Besser. Das hängt immer manchmal so. Ich weiß nicht, warum. Wegen einem Punkt. Nee. Und ich muss mich, glaube ich, bald entscheiden, wem ich einen Gefallen tue. Ob ich Dyrian rette oder ob ich Opelos in die Bibliothek lasse. Ich weiß nicht, was ich noch machen kann. Ich glaube, die beiden sind es, die ich zur Auswahl habe. Und ehrlich gesagt bin ich eher ein Freund davon, die Aufstrebenden und die Fähigen zu belohnen, als die gescheitert sind, zu belohnen oder zu verzeihen, zu vergeben. Na klar, das gehört dazu, aber naja, er hat ja Mist gebaut und dafür ist die Strafe halt aus dem Kurs verstoßen werden. Und der Opelos, der will mehr machen und ich finde, ich hatte es selber schwer genug, dem würde ich gerne den Gefallen tun. Ich habe den Golem besiegt. Was? Du hast es tatsächlich geschafft? Aber ohne den Hammer von Innos hättest du den Golem nie vernichten können. Dennoch muss ich dir zugestehen, dass du die Aufgabe erfüllt hast, vor die ich dich gestellt habe. Und den Hammer nehme ich mal besser an mich. Hast du mir noch etwas zu sagen? Entferne dich. Du weißt, was du zu tun hast. Ja, ich will Magier werden, ne? Hast du noch was zu sagen? Gibt's was Neues? Nein. Nichts, was du nicht schon wüsstest, Bruder. Okay, na dann, Pyrokar, mach mich zum Magier. Werde ich jetzt in die Gilde der Magier aufgenommen? Du hast es geschafft. Du hast die Prüfung des Feuers bestanden. Wir waren uns sicher, dass du es schaffen wirst. Ja, klar. Ebenso wie wir sicher sind, dass du weiterhin alles daran setzen wirst, ein würdiger Diener Innos zu werden. So, was denn heißt? Wenn du also bereit bist, den Schwur des Feuers zu leisten, wirst du als Magier in unseren Reihen empfangen. Alles klar. Ich bin bereit, in den Kreis des Feuers zu treten. Gut, dann schwöre den heiligen Eid des Feuers. Schwörst du vor dem allmächtigen Herrn Innos, seiner Diener und der heiligen Flamme, dass von nun an und auf ewig dein Leben mit dem Feuer verbunden ist? Bis dein Körper und dein Geist Ruhe finden in seinen heiligen Hallen und das Feuer des Lebens erlischt? Ich schwöre es. Mit den Worten des Schwurs bist du den Bund mit dem Feuer eingegangen. Trage diese Robe als Zeichen des ewigen Bundes. Nun, da du in unsere Reihen aufgenommen wurdest, kannst du mit Lord Hagen, dem obersten Befehlshaber der Paladine, sprechen. Yay. Wir sind ebenfalls sehr interessiert daran, wie er die Situation beurteilt. Also steht es dir nun frei, nach Korinis zu gehen. Wir erwarten, dass du uns unverzüglich seine Antwort bringst. Sehr gut. Ich möchte einen Wunsch äußern. Jedem Magier steht nach seiner Aufnahme das Recht der ersten Tat zu. Also, was soll deine erste Tat als Magier sein? Genau, ich könnte Dyrian erlauben, im Kloster zu bleiben. Babu, Klostergärtner, das wäre natürlich auch eine coole Sache. Andererseits, wir haben den Gärtner und Babu will kämpfen lernen. Der hat eigentlich schon was zu tun. Der Opelos, der will sich weiterbilden. Das finde ich besser. Der Novize Opelos soll Zugang zur Bibliothek bekommen. So soll es geschehen. Der Novize Opelos wird ab sofort die Schriften Innos studieren. Sehr schön. Was kann ich nun alles lernen? Zunächst mal ist es dir nun möglich, die magischen Kreise zu erlernen. Sie gewähren dir die Macht, die Runen anzuwenden. Habe ich schon einen Kreis? Wo steht das? Magiekreis 0. Mist, da fehlt mir noch 2000 Erfahrung. Je höher du in den 6 magischen Kreisen aufsteigst, desto mächtigere Zauber kannst du wirken. Die Formeln lernst du bei den Brüdern im Kloster. Jeder hat sich auf ein Gebiet spezialisiert, das er dich lehren wird. So ist Karas ein Meister der Anrufungen und Beschwörungen.
Und Hyglas wird dich die Magie des Feuers lehren. Niemand versteht sich besser auf die Mächte von Eis und Donner als Marduk. Harlan kann dich verschiedene andere Sprüche lehren. Und er wird dich in die ersten Kreise aufnehmen. Aber jeder von ihnen lehrt dich nur die Formel. Die Runen musst du selbst erschaffen. Gut, yay, ich bin Magier. Sehr schön. Und wie der Zufall so will, ist die Folge eigentlich auch zu Ende. Aber zuerst werde ich... Hey, Dyrian ist weg. Babu, hey, mit dir mal nochmal quatschen. Was kannst du denn? Wie geht's? Gut, Meister. Ich arbeite hart und versuche, die Magier nicht zu enttäuschen. Komm, entspann dich. Ich kenne dich doch. Wir kennen uns doch schon lange, Mann. Entspann dich. Wo ist denn der andere, der hier Unkraut jäten wollte oder sollte? Keine Ahnung. Möglich ist alles. Mal schauen, was der hier noch zu sagen hat. Der ist doch bestimmt jetzt hier irgendwo, oder? Das ist mein Magier von vorhin. Der da, genau. Hey. Du. Hallo. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich werde diese Chance nutzen und viel lernen. Ja, das hoffe ich. Aber du hast jetzt sicher keine Zeit, dich mit einem einfachen Novizen zu unterhalten, Meister. Ach komm, wir kennen uns doch von früher. Hey. Junge. Wie geht's? Ausgezeichnet. Seitdem ich studieren kann, ist alles bestens. Oh, dass die Leute gleich mal so verschlossen sind, sobald man über ihnen steht. Aber bin ich doch gar nicht Hey, du. Ah, was kannst du mir beibringen? Unterrichte mich. Du kannst momentan nichts von mir lernen. Nein. Da muss ich wahrscheinlich erst den ersten Kreis lernen. Und dafür brauche ich 10 Lernpunkte. Hey, ach, du. Menü. Unterrichte mich. Du verlangst mehr von mir, als ich dir beibringen kann. Yep, ich brauche den ersten Kreis der Magie und ich will Schlösser knacken lernen. Oh Mann. Ich glaube Magie. Zuerst Magie. Ich brauchst du das nicht zu fragen. Unterrichte mich. Zurzeit kann ich dir nichts beibringen. Ja. Ist doch überall das Gleiche. Na gut, dann muss das Schlösser knacken eben noch warten. Vielleicht habe ich auch einen Zauberspruch irgendwann, um Schlösser zu knacken. Hey. Dann kann ich mir die Lernpunkte auch sparen. Und? Bisher hab... Ja, das hatten wir auch schon. Inos erläutert. Ich wollte eigentlich nur mal schauen, ob es hier irgendwas Neues gibt, jetzt wo ich Magier bin, bei den ganzen Leuten hier im Kloster. Das ist eine schlimme Sache. Das scheint allerdings nicht der Fall zu sein. Ich nicht schon genug Probleme hätte. Hey, du. Du hast den Schwur geleistet, ich hätte das anders gemacht. Willkommen in unseren Reihen. Ich werde dich nun in den Kreisen der Magie unterweisen, wenn du genügend Erfahrung mitbringst. Nimm diesen Runenstein als Zeichen, dass die Macht nun in deinen Händen liegt. Möge die Macht mit mir sein. Gut, was brauche ich denn dafür? Lehre mich den ersten Kreis der Magie. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Ah ja, klar. Alles klar. Glaubst du wirklich? Na gut, ich habe noch genug andere Sachen zu tun, glaube ich. Erstens, ich kann jetzt mit Lord Hagen sprechen und rausfinden, was die Paladine so tun und was im Minental abgeht. Ich kann ihn auf das Auge Innos ansprechen. Ich werde nochmal bei der Taverne vorbeigehen, um hier zu gucken, was meine Trinkenbolde machen. Und außerdem habe ich eine Feuermagierrobe, die mich deutlich besser als die Novizenrobe schützt. Und damit würde ich mich jetzt sogar trauen, mich mit ein paar Banditen anzulegen. Wobei ich das, glaube ich, eher erst dann machen sollte, wenn ich wirklich den ersten Kreis der Magie habe. Dann kann ich nämlich gemütlich mit den Runen beliebig viel zaubern, mehr oder weniger beliebig viel. Jo. Jetzt würde ich aber erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann an der Taverne wieder. Tschüss.